Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 17 hier auf Auenbach. Und heute werden wir mal die Silage hier endlich mal beenden. Und ja, laden erstmal das hier ab. Werden das nachher schön verdichten. Und hier drüben wird ein bisschen Mais ange... Nee, Sonnenblumen. Und dort drüben habe ich auch schon den Fendt-Mähdrescher mit einem Schneidwerk für Körnermais. Weil unsere Tiere brauchen auch Körnermais. So. Zu. Dann fahren wir mal zurück. Und lassen den großen Krone Häcksler, den 1100, noch ein bisschen ja agieren. Oh, prügeln wir mal hier ordentlich lang, ne? Das letzte Mal habe ich auch gefragt, müsst ihr euch das Video nochmal angucken, wie das aussieht mit dem Stroh für die Kühe. Da muss ich wahrscheinlich loses Stroh irgendwie besorgen. Wollen wir mal schauen. So, ich habe hier extra nochmal so eine kleine rundum mal abgehäckselt, dass die sie nicht immer irgendwo verhaken. Oh, die stellen wir mal hier hin. Mal kaputt fahren, dass alles ordentlich ist. Hab das auch mal ein bisschen sauber gemacht. So viel Zeit hat ja der Maximus nicht. Aber jetzt hier rein. Und jetzt werden wir den ranmachen. Wird schon erkannt, siehst du. Schön. Und jetzt kann die KI das machen. Oh. Ach, schön. Das läuft. Das läuft ja. Ach, herrlich. Das sieht doch gut aus, oder? Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier müssen wir gleich noch sauber machen. Ach, herrje. So, warte mal. Warum hat denn der hier Probleme? Warum will der das nicht machen? Muss ich mal kurz selber fahren. Und noch ganz schnell hier die Sonnenblumen hinpflanzen. Aber man merkt schon, ne, wie viele Geräte ich jetzt mittlerweile hier schon habe auf dem Hof. Klar, ich könnte durchaus effektiver arbeiten, ne, wenn ich den einen oder anderen Trecker öfters benutze. Also, aber wir wollen ja mehrere Fahrzeuge hier sehen. Ne? Und das ist hier unser Lastenesel, sag ich mal so. Unser starker Trecker, der Merkel-Ferkelson. Und ich hatte ja das letzte Mal gefragt, beim letzten Video, welchen Trecker ich als nächstes mir besorgen soll. Fahren wir auch noch mal schnell hier lang. Um mir noch ein bisschen effektiver zu sein, ne? Ja, fahren wir ja mal kurz durch, durchs Feld. Egal. So. Klapp mal zusammen, genau. Und dann wieder zurück mit dem Gerät hier. Ach, ich muss erstmal hier. Ich mache erstmal hier so eine Drehung. So. Hier zurück und dann ab auf den Hof, dass wir ein bisschen Ordnung haben. Dann
Dann werden wir gleich noch einen anderen Trecker da hinbringen, um den Körnermeistern abzuernten. Das wird dann, glaube ich, zu die Schweine, müsste der Körnermeistern. Ja, ja, Fury, ist alles okay. Ist doch alles okay. Oh, da vorne wächst da auch schon was? Ne, da wächst da noch gar nicht, ne? Ey, was ist denn los hier? Was ist denn da drüben eigentlich? Was wächst denn da für ein Scheiß? Ist das schon verdorrt? Sag mal, ist das schon hier im Eimer? Ah ja, hier auch Sonnenblumen. Ist das hier richtig? Ja, ich mehrmals Sonnenblumen? Sonnenblumen. Ach, hör auf, das muss ich auch noch abernten. Eieieiei. Dann tue ich ja hier zweimal Sonnenblumen anpflanzen. Die haben nicht aufgepasst. Und wir brauchen auf jeden Fall, müssen wir dieses Feld, die Rüben hier. Ja, das müssen wir dann ankrauten. Was ist denn eigentlich hier oben? Weiß, Zuckerrüben. Genau. Und hier oben ist gar nichts. Zuckerrüben, da könnten wir da oben ja eigentlich Kartoffeln anpflanzen beim Feld 2, oder? Na, schauen wir mal, was wir da machen. Könnt ihr mal entscheiden, was ich da oben noch hinpflanzen soll? Erstmal das Gerät hier wieder hinbringen. Ordentlich einparken. Naja, kann ja der Maximus langsam, ne? Oh, jetzt müssen wir mal ein bisschen sauber machen hier. Es gibt ja auch so eine Kehrmaschine, ne? Der das dann irgendwie ein bisschen sauber macht. Werde ich mir extra mal ein Gerät holen, der das hier sauber macht. Na, da kommen wir her. So, jetzt. Können aber nicht ordentlich fressen, die Viecher, ne? Oh, und der hier, machen wir ein bisschen sauber hier. Macht so viel Arbeit, ey. Auch Mod, wo die denn halt nicht mehr dreckig machen alles hier. So, ist der schon wieder voll? Ja. Der andere ist so voll. Meine Güte, man hat wirklich nur zu tun hier. Falsche. Ich muss jetzt mal gucken hier, was ist denn jetzt hier der Ding? So, jetzt hier ran. Ja, wir haben bestimmt noch eh mal hinfahren müssen, um den dann. Wir müssen das Feld heute hier irgendwie noch fertig kriegen hier. Ich denke mal, das reicht denn auch von dem Futter her. Kann man sich auf jeden Fall mal Gedanken machen, wenn wir dann die ersten Kühe haben,
wie viel Kühe wir uns holen. 50 Kühe oder so, ne? Oder 30. Müssen wir mal schauen. Oh, schnell abladen. Mal nach innen fahren. Ja, weil es wurde ja auch schon öfters gesagt, ich soll mehr von innen fahren. Aber dann mag ich dieses Lenkrad jetzt nicht, ne? Dass es halt so ein bisschen doof aussieht. Wir werden dann gleich nochmal ein bisschen... bisschen verdichten, sonst haben wir nämlich nachher noch mehr Probleme hier mit dem Verdichten. Oh. So, eben mal werden wir nochmal hier rauffahren. Und alles verdichten oder noch eine Ladung reinbringen. Dann werden wir endlich dieses Teil hier zumachen, dass es schön gären kann. So, dann fahren wir da erstmal hin. Mit dem werden wir verdichten, mit den Kleinen. Und dann schauen wir mal, was dann noch alles so kommt. Wir müssen auf jeden Fall noch abtanken hier den Körnermais. Ja, weg. Ah, duften sie. Ah, immer müssen wir noch abtanken, genau. Rein. So. Na, komm her. So, werden wir mit denen jetzt mal schnell mal einen Anhänger holen. Und spielt ihr eigentlich noch regelmäßig den Landwirtschaftssimulator? Mich mal interessieren, ob ihr das noch macht. So, werde ich mal den Großen hier neben mal sehen, ob er dann abtankt. Ob er das hier macht hier drin. Müsste er eigentlich. Oh. Oh, ordentlich ein Wendekreis hier. Und hier wollen wir dann eigentlich nur noch Körnermais machen jetzt. Auf den. Stellen die aber auch die Geräte einfach so auf den Hof ab, ne? Ohne Ordnung, ohne nichts. Mann. So, fahren wir mal ran hier. Na, super, das läuft doch. Oh. Da merkt man, das ist doch ganz schön lang, ne? Oh. So macht denn der das nicht? So macht denn der das nicht? Wollt ihr extra nochmal reingehen und sagen, abtanken oder was? So. Bla bla bla. Rohr einfahren, hupen, bla. Das müsste doch automatisch machen. Ich weiß auch nicht, mit den Anhängern habe ich hier nur meine Probleme. Ein Riesenteil und dann kann ich nichts machen damit. Warte mal, den werde ich nochmal sagen, der soll hier,
Naja. So, hol ich meinen anderen Anhänger und dann sollte es eigentlich... Keine Ahnung, warum der den nicht so richtig nehmen will, möchte, können. So, das ist so eh ein Anhänger nicht. Das ist ein Überladewagen, der müsste es eigentlich hinkriegen. Oder bin ich so dämlich? So, aber jetzt. Der könnte ja dann den großen rein tanken. Und dann schauen wir mal. Ja, guck mal hier, der macht es. So, der ist da vorne auch schon wieder fertig. Wir machen den erstmal komplett voll. Ach, das kriegt er alleine hin, oder? Geh mal schnell durchs Feld. Oh ja. Ich höre es. Ich höre es. Hier ist er ja. Ja, 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 ja. Lassen wir das mal hier vorne. Das Gerät hier zusammenklappen. Kriegen wir auch so hin, ne? Schauen wir mal. Machen wir mal das Gerät hier. Rohr einklappen. So wollte ich es doch. Erstmal wieder einschalten hier alles. Ja, ich bestimmt den Hänger nicht gewählt. Ja, ja, genau. Jetzt. Und dann werden wir mit den großen mal schön verdichten. Weil da, der hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Gewicht, ne? Muss das eigentlich immer zu 100% verdichtet sein? Eigentlich nicht, ne? So. So, dann schauen wir mal. Aussieht hier mit dem Verdichten. Naja, ist glaube ich nicht die gute. Ist glaube ich doch keine gute Idee, mit denen hier zu verdichten. Nee, ich nehme den Träger. Dafür sei er da. So, 91%. Prügeln wir einfach mal hier schnell hier rüber.
Ist das egal, wie ich fahre? Schnell oder langsam? Ah, jetzt haben wir 94. Na, immer vorne, immer zurück und dann ist immer 1%. So, gleich haben wir es geschafft. Ja, nur noch 2%, dann haben wir es geschafft. Super. Mal sehen, wie lange es denn dauert, bis es denn hier alles fertig ist. So, noch einmal zurück. So, 100%. So, dann fahren wir wieder raus. Und werden jetzt das Ding mal zumachen, ne? So, ja. Aha, das sieht dann so aus. Ah, so wie ich das gemacht habe. Aha, sehr geil. Ist einfach nur eine weiße Textur drüber. Schön. Da haben wir es ja doch hingekriegt. Na, herrlich. So. Ich werde den jetzt einfach mal wieder zurückfahren, also auf den Parkplatz. Oh. Und dann haben wir wieder ein bisschen was vorbereitet für unsere Kuh- und Schweinezucht. Da ist unser neuer Teleskoplader. Dann fahren wir das Gerät. Passt der hier rein? Ja, einmal ein Tutti. So, jetzt komme ich hier nicht raus, ey. So, müssen wir nochmal schauen. Also, Feld 2 müssen wir uns auf jeden Fall mal überlegen, was wir da machen. Ich brauche auf jeden Fall dann irgendwann mal einen neuen Mähdrescher, weil der alte, also der hier, der ist ein bisschen überfordert. Zuckerrüben werden wir dann auch bald mal machen. Vielleicht schon nächste Woche. Aber wir werden erstmal schauen, welcher Trecker ihr euch ausgewählt habt. Hier, das Feld ist dann bald zu Ende. So, wir müssen aber schauen bei unseren Tieren. Wolle. Hä? Ah. Wir haben wahrscheinlich schon Wolle fertig. Hm. Okay, wir haben jetzt einfach mal, bei den Schweinen haben wir Stroh und Wasser. Stroh, weiß ich, da müsste wahrscheinlich loses Stroh bei den Kühen hingebracht werden. Gras könnten wir nächstes Mal hinbringen. Silage wird ja noch gemacht. Und Kraftfutter, da brauche ich ja noch eine extra Maschine. Ja, Silage und Heu. Das können wir ja, Heu können wir ja auf jeden Fall, ist ja eigentlich egal, was wir hinbringen, ne? Gucken wir mal. Sonnenblumen wird gerade angepflanzt. Raps und Sojabohnen brauchen wir nicht. Kartoffeln. Ja, wir machen ja gerade Zuckerrüben. Aber ich denke mal, wir werden uns hier ein bisschen mehr konzentrieren erstmal. Und dann geht es auf jeden Fall weiter. So, das war es jetzt erstmal. Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge wir sind. Wenn wir dann endlich unsere Viecher denn am Start haben, dann werden wir noch ein bisschen Holz machen und dann ist hier vorbei. Vielleicht kommt danach als Alternative Spin Tires. Ja, schauen wir mal, ne? Mit den Worten, macht der Maximus einen Fisch, haut rein. Oh, Muschi kommt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.